Recht herzlich willkommen zur 113. Folge vom Kerbal Space Programm. Ja, und ich werde wieder schnell vorspulen, werde gucken, dass ich die Rakete wieder da hochkriege. Ich glaube, umändern brauchten wir die ja nicht, meines Erachtens. Ich bin gerade auf dem falschen Dampfer, da ist der richtige. Warum das hier unten so krisselt, das weiß ich auch noch nicht. Da müssen wir mal gucken. Jetzt bin ich wahrscheinlich zu tief. OPQR, Mountain Rescue V5, Load. So, das ist er, passt, ne? Da müssen wir nur den Kollegen rausnehmen und dann können wir damit aufs Launchpad. Gut, und dann würde ich sagen, guckt euch das im Schnelldurchlauf an. Ich versuche es dann mal diesmal richtig zu machen. Ob es garantiert klappt, weiß ich nicht. Wir werden sehen. Okay. Bis dann. So, jetzt sind wir hier auf Kurs und müssen jetzt hier mal gucken, dass wir den Kreis schließen. Da brauchen wir, glaube ich, nur Retro brennen. Und dann sollten wir die Umlaufbahn kriegen. Wir sind aber noch im Spingens drin, deswegen geht das nicht. Im Time Warp. Sieht eigentlich schon relativ gut aus. Ich denke, wir machen erstmal einen Orbit. Wer ist das? Ah, das wird hier zu eng, da müssen wir erstmal weiter vorrücken. Time Warp. So. Wir bleiben mal hier, können wir auch anlassen. Das sieht schon mal gut aus. So, dann nochmal auf Retrograde sind wir. Auf den sind wir auch. Und einmal kurz gegenbrennen. So, da haben wir schon mal diesen Orbit. Müssen wir da gucken, dass wir den da
reinkriegen. Aber wir können auf jeden Fall noch mal kleiner werden. Das war jetzt viel zu groß. So. Was haben wir da jetzt? Okay, das ist noch relativ viel. Das ist 79, das ist 200. So. Da oben ist jetzt 45, das können wir erstmal so lassen. Wir fliegen ja so rum, ne, oder? Ja, das bedeutet hier noch mal kippen. Ein Manöver dahin, kriegen wir es jetzt. Ja, da. So, und das ist doch hier unsere. Ich glaube noch ein klein bisschen mehr. So. Ja, und dann müssen wir das erstmal da machen und dann gucken wir erstmal weiter. Unten ausrichten. Andersrum, der Pfeil zeigt nach unten. Da ist unsere Marke. Umschalten, sonst wird das nichts. So, darüber, darunter. So, das ist ganz gut so. Jetzt müssen wir noch warpen. So, letzte Minute läuft. Dann sieht alles ganz gut aus, oder? Ja. Müssen wir gleich schauen, dass wir das dann da hinkriegen. Mal gerade noch mal schneller laufen. So, und dann können wir das mal angehen, dass wir das rumkriegen. 140, 47, das sieht noch alles gut aus. Ja, wächst jetzt zwar gerade ein bisschen, aber das ist halt so. So, und Stopp, würde ich sagen. Müssen wir mal gerade gucken. Wenn ich jetzt zentral drauf gucke, dann müsste das eigentlich relativ gut sein, ne? Gut, war das da? Ja, das muss ja da sein, ne? Einer von denen da ist das Moon Rescue 5. Das sind zwei nebeneinander, ne? Das ist ja dann richtig, ne? Tom Ford's Kapsel, ah, der fliegt da hinten lang, alles klar. Aber hier muss doch auch die Kapsel dann sein, oder? Naja, können wir jetzt nicht sehen. Okay, aber ich würde mal sagen, für die Runde soll das erstmal reichen. Und ja. In der nächsten Folge gucken wir zu, wie wir die Landung hinkriegen. Und dann schauen wir mal weiter, ne? Oder? Ja, ich glaube, das wird schon so werden. Okay, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Tschüss.